Willkommen zurück zu einem neuen Part von GTA San Andreas. Ich habe diese Drecksmission abgeschlossen. Was die ganze Zeit passiert ist, dass ich muss dieses Ding zurückbringen. Trotzdem gibt es an diesem Scheißding eine Selbstzerstörungstaste. Und jedes Mal, wenn ich den Primärfeuer aktiviert habe, habe ich mich selbst in die Luft gesprengt, wenn diese Meldung gekommen ist. Deswegen, ich habe es geschafft. Mit genug Benzin habe ich es geschafft und ja. Ich fliege diesen Scheißbaron jetzt da rein und dann, ich sag schon mal, für Coparius. Und wie immer ist es mir eine Ehre, für diesen Part aufzunehmen. Drecksmission, aber ich hab's geschafft. Man muss halt einfach effizient sein, ne? 5000. Smells like victory. Drecksmission, Alter. Und wisst ihr was? Da ich dieses Ding geschafft habe, gehe ich erstmal direkt abspeichern. Aber auch direkt. It's none personal, I'm just a criminal. It's non-personal, I'm just a criminal. Ja, ist aber nur kriminell. So, Radio aus. Wenn wir mal was Ruhiges haben, ja, ich hab halt... Das ist, glaube ich, der... vierte, fünfte, dritte Versuch so. Keine Ahnung, weiß nicht mehr so genau. Nach dem Aufnahmestopp. Halt, ich hab's eigentlich schon drei Versuche vorher schaffen können, aber jedes Mal habe ich dann diese Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Was halt gar nicht geil war. Ich schieße halt einfach auf den letzten Wagen. Das ist mir zweimal passiert. Ich schieße auf den letzten Wagen und auf einmal fliegt mein Wagen in die Luft. Ich so, hä, wieso? Ja, weil die Primärfeuerfunktion genau dasselbe ist wie die Selbstzerstörungsfunktion. Wieso gibt's überhaupt eine Selbstzerstörungsfunktion? Gute Frage, nicht wahr? So. Ach, hier die Construction. Überspeichern. Und dann... Nehmen wir uns mal diesen Wagen und machen einfach die nächste Zero-Mission, wenn wir schon bei diesem Dreck dabei sind. Aber ja, es war echt Pain in the Ass, wie man so sagt. Wirklich schrecklich. Naja. Mal schauen, was er als nächstes für uns anzubieten hat. New Model Army. What's happening, Zero? I'm off to engage with Destiny, good or bad. What the hell are you talking about now? The hour of judgment is upon me, and I must ask myself if I am a sheep or a goat. Carl, will you be my second? Here are some letters. I've left everything to you in case I don't make it. Please. Already own it. What's wrong with you, man? We are crossing the Rubicon. I am to engage in battle with Berkeley. At stake, honor, and our very lives. It's funny. I've never noticed before how beautiful this time of year can be. I may never again see Rome in the springtime. This is so furious, idiot. Come on with all the talking, man. Is you gonna battle Berkeley or what? It's a fight to the death. Come hither. Klein einfach ab, ja. Behold. Ah, wieder diese Helikopter. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any way you can. If I get the Nein, bandit ich will fahren. Space, he must leave San Fierro for good. Let battle commence. Jetzt muss ich wieder die Steuerung anpassen zur Steuerung. Im Fahrzeug. Hier, da. Spezialkontrolle links, Spezialkontrolle rechts, auf und ab. Ja, warte mal, vorwärts, Sinkflug. Don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Ja, mach ich schon. Gott verdammt. Carl, I'm blocked.
So, ganz ernsthaft. There's another cursed barrel in the way. Muss ich das einfach zur Seite schieben oder kann ich das Ding hier einfach mit einem Magnet erwischen oder so? Meine Güte. Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Alter. Ich bin zutiefst enttäuscht. Berkeley. Carl, move that barrel. Ja. Carl, move that obstruction. Alter, das Ding raucht schon, ey. Ja, und schau. Ach, ich hab noch zwei. Okay. Carl, I'm blocked. Ja, Maul. Puh, Gott, diese Steuerung ist so... Das ist schlimmer als Battlefield. There's another cursed barrel in the way. Guck mal. Wieso kann ich dieses Ding jetzt nicht aufheben? Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Muss ich das wirklich zur Seite schieben, ey? Berkeley's Goblin wird schon versuchen, den Weg zu versperren. Ja, ist mir egal, Alter. Wieso habe ich ein Magnet, wenn ich es damit nicht aufheben kann? Ich muss es einfach nur zur Seite schieben. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! Do barrel. Carl, move that obstruction. Halt mal. Gott, Gott, ist das. Zero, du bist ein hässlicher Bastard mit deinen Spielereien. Ey. Kannst du mir aber abknallen, Carl, diesen Bastard. Wie kann das sein, dass ein Ding in die Luft fliegt, nur weil es ein fucking Fass berührt? Und wieso... Halt's Maul! Wie kann es sein, dass ein fucking... So, ganz ernsthaft. Wie ist es möglich, dass dieser Magnet nicht funktioniert? Move it. Carl, Berkeley's blocked me again. Hier, schaut. Fuck, Alter, ich hasse euch alle. Ich muss ernsthaft das mit der linken Maustaste bestätigen. Die Anvisierung. Fliegen wir... Was muss ich denn jetzt hier machen? Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Oh Gott, du Hure. Hm. Langsam habe ich die raus, trotzdem. Es tut weh. Und der Timer ist nicht gerade mit Gnade versehen hier. Man muss so viele Tasten benutzen, ey. Ich habe nur zwei Hände hier, Bastardos. Get me a plank to cross that river. Halt's mal. So, dann gehen wir da runter. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Halt's mal. Halt's mal. Ich wusste, dass ich diesen Drecksheli fliegen muss. I need a bridge now. Ich brauche deinen Kopf, jetzt! Kannst du ihn bitte abtrennen? Get me a plank to cross that river. Alter, wieso bewegt sich das so? Mann, du Hure! Ich hasse alle Wix-Miniaturfahrzeuge! Oh, there's no bridge. There's no bridge. Carl, I need a bridge, now! Wieso hilft Karl dem Spacko überhaupt? Get me a plank to cross that river. Alter! Du Hure! Carl, there's no bridge! There's no bridge! Alter, ich
werde mich vorher umbringen. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Oh Gott, ich werde mich erhängen, bevor ich diese Mission jemals schaffe. Zückt mir auch noch die Nase. Oh, der hat einen Tiger. Läuft bei ihm. Wirf die Bombe auf Berkeleys Tiger. Wieso fährt er nicht mit einem Panzer, Alter? Wir haben eine fucking Bombe auf diesen Panzer aufgeworfen, aber nichts passiert. Ich schaffe es eh nicht mehr, weil ich überhaupt Zeit gebraucht habe, mich auf diese scheiß Steuerung zu gewöhnen, aber naja. Ich habe auch wieder keinen Bock zu cutten, Mann. Ich muss jetzt schon die letzten 5 Parts oder so cutten, weil wisst ihr, wie behindert das ist? Drogensüchtig werde ich. Wenn ich weiter diese Scheiße spielen muss. Keine Musik, kein Spaß. Nichts, einfach nur eine Misere. It's always one lazy soldier who lets the whole side down, isn't it, Carl? Gott. What's happening? Behold. No man's land. Nein, bitte komm. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence. So, los geht's. Ich werde jetzt auch nicht mehr cutten. Ich werde, ihr müsst jetzt mit mir leiden. Darauf habe ich euch, also jetzt habe ich auch genug. Okay, jetzt mal ganz ernsthaft. Und die sagen mir natürlich auch nicht, dass ich mein Wichs hier mit der linken Maustaste bewegen kann. Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Ich flieg schon mal rüber, um die Planke zu holen. Es ist auch so leise und langweilig und ich muss mich halt konzentrieren, deswegen ist die Scheiße super langweilig zu zuschauen. Das wette ich, ey. Und das wird echt mit der linken Maustaste wird's nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, wie man Gegenstände hochhebt, also das finde ich sehr dreist. Also man macht gleich eine Drecksteuerung und dann erklärt man nicht mal, wie das irgendwie funktionieren soll. Get me a plank to cross that river. Cry me a river, bitch. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Und der Typ nervt einen konstant, wirklich konstant, ey. Da kommt mir gleich die Kotze hoch.
Ja, Mama, ich hasse alles hier, diese Drecks-Zero-Missionen, die nur für richtige Hurensöhne sind. Er werft hier noch seinen Tiger. Ich hoffe, eine Bombe reicht, ey, sonst schlitze ich mich auf. Können auch andere Objekte auf Tigers geworfen werden, aber Bomben sind wohl am effektivsten, würde ich mal behaupten. So, hier, weg damit. Was kommt als nächstes auf unserem Weg hier? Okay, da bin ich gegen die Decke geklatscht und das sorgt dafür, dass mein Heal explodiert. Aber da ist wieder ein Panzer, habe ich gesehen. Hey, das war voll die Abkürzung, das war voll der Hack hier. Ich habe mich einfach selbst in die Luft gesprengt, damit, ich bin ein Spacko, ey, ich bin gegen eine Lampe gefahren oder so geflogen. Die Sache ist, quasi damit habe ich mich direkt nach hinten teleportiert. Ist voll smart gewesen. Jetzt muss ich mir eine Brücke holen wieder. Puh, diese Mission bringt echt die Pulsar an mir vor, wirklich. Ey. So ganz still, langweilig, jetzt fuck. Du musst so eine richtige Dreckssteuerung nutzen, wirklich. So eine richtige Dreckssteuerung. Carl, I need a bridge, now. Und der Typ dann konstant mit seiner nervigen Stimme verlangt dann ständig etwas von dir. Ey, dass du einfach Berkeley nicht einen fucking Headshot gibt oder so, ist mir ein Rätsel. Wie mit Tenpen. Ja, ich hole gleich eine Planke, um dir deinen Kopf einzuschlagen. Ja, so als Maul. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Zu diesem Nerdkrieg helfen ist schon unglaublich, ja. So. Was kommt als nächstes? Da ist wieder ein Buncher. Ball Buncher. Nein, 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 bitte auch komm schon. Fuck me! Diese verfickte Lampe kann meinen Penis ablutschen, ey. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ja, das ist mein letzter Goblin, ey, und ich ficke ihn in den Arsch. Weißt du was, ich springe jetzt mal diesen Panzer in die Luft, damit er den Bandit nicht die ganze Zeit anficken kann. Move it! Carl, Berkeley's blocked me again. Ja, heul leise, ey, meine Güte. Curse you, Berkeley! Carl, move that barrel! So, der Panzer ist aus dem Weg. Ja, ist gut, Mädel. Puh, jetzt muss ich echt darauf achten, dass mein letzter Goblin nicht in die Luft fliegt. Carl, I'm blocked. Ja, mir egal. Ach, komm schon. There's another cursed barrel in the way. So, ich glaube, er schafft es jetzt in die Basis, oder? Ich sehe nichts mehr im Weg, der Panzer ist tot. Der Paul Panzer ist im Weg. Nur noch der Heli ist übrig und der kann ihn nicht mehr aufhalten. Komm, did you do it? Mit 51 haben wir es. Ah. Oh, geschafft. Berkeley, you sir are a loser. Leave the field of battle in shame. Pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want in a second. Sir. I salute you. Ja, mich dir auch. Und das Unternehmen ist nun endgültig erworben, da wir die ganze Konkurrenz aus der Stadt vertrieben haben.
Mit 20 Minuten dieses Objekt generiert jetzt nun Einkünfte von bis zu 5000. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Oh yeah, und nochmal 7000 drauf, weil wieso nicht? Also, geldtechnisch hat sich das am Ende doch gelohnt, aber es war eine absolute Qual am Ende, muss man so sagen. Gott verdammt, ich hasse diese Mission. Ja. Ich glaube, wir haben ja nicht mehr viel zu machen. 20 Minuten, ich glaube nicht, dass wir nur irgendwas großartig schaffen, deswegen, da ich auch in den letzten Parts viel zu lange die ganze Zeit überall da und da gebaut habe, jetzt einfach hierhin, freue mich, dass ich es geschafft habe, speichere einfach schnell ab und bin in den Part jetzt mal frühzeitig. So, da haben wir 16:12, Jersey überspeichert und ja, aber auch nichts mehr groß zu sagen. 21 Minuten ist schon recht früh, ehrlich gesagt, aber ja, die letzten Parts. Ich kann euch ja sagen, Part 28 ist in der Ruheform auch 38 Minuten lang oder so. Oder schon fast, also auf jeden Fall mit fast 40 Minuten. Wegen diesem Drecksrutenbaron muss ich da alles cutten, ne? Das wird echt nicht geil. Naja, wir sehen uns dann zu einem hoffentlich jetzt hoffentlich recht erträglicheren Parts, wo man nicht von irgendwelchen Serienmissionen gehen erfährt. Das ist jetzt endgültig vorbei. Bis dann und ciao.